Eiffel Kulesi Paris'in en önemli simgelerinden biri. Der Eiffelturm ist eines der wichtigsten Symbole von Paris. Der Eiffelturm ist eines der wichtigsten Symbole von Paris. Hatta en önemlisi diyebiliriz. Wir können sogar sagen, das Wichtigste. Wir können sogar sagen, das Wichtigste. Kule inşa edilirken Parisliler onu önce çok beğenmediler. Als der Turm gebaut wurde, gefiel er den Parisern zunächst nicht so sehr. Als der Turm gebaut wurde, gefiel er den Parisern zunächst nicht so sehr. Bazı sanatçılar onu devasa bir sokak lambasına benzettiler. Einige Künstler haben ihn mit einer riesigen Straßenlaterne verglichen. Einige Künstler haben ihn mit einer riesigen Straßenlaterne verglichen. Parisliler Eyfel'i Demir Bayan olarak adlandırırlar. Die Pariser nennen den Eiffelturm die Eiserne Lady. Die Pariser nennen den Eiffelturm die Eiserne Lady. Eiffel Kulesi'nin yüksekliği 300 metredir. Die Höhe des Eiffelturms beträgt 300 Meter. Die Höhe des Eiffelturms beträgt 300 Meter. Bu kule 1889 yılında Gustav Eiffel tarafından inşa edilmiştir. Dieser Turm wurde im Jahre 1889 von Gustav Eiffel gebaut. Dieser Turm wurde im Jahre 1889 von Gustav Eiffel gebaut. ...1930 yılına kadar da dünyanın en uzun yapısıydı. Es war bis 1930 das höchste Bauwerk der Welt. Es war bis 1930 das höchste Bauwerk der Welt. Çelikten yapılmış bu kuleyi yılda yaklaşık 6 milyon kişi görmeye geliyor. Der Turm, der aus Stahl gebaut ist, wird im Jahr von ungefähr 6 Millionen Menschen besucht. Der Turm, der aus Stahl gebaut ist, wird im Jahr von ungefähr 6 Millionen Menschen besucht. Kulenin etrafında büyük parklar bulunuyor.
Rund um den Turm befinden sich große Parkanlagen. Rund um den Turm befinden sich große Parkanlagen. İnsanlar bu parklarda spor yapıyor, dinleniyor ve eğleniyorlar. Die Menschen treiben Sport, entspannen und amüsieren sich in diesen Parks. Die Menschen treiben Sport, entspannen und amüsieren sich in diesen Parks. Signore e signori, sulla sinistra uno dei più grandi musei del mondo, il Louvre, costeggia la Senna per continuare. Bugün Eyfel Kulesi dünyanın en güzel yapılarından biri olarak büyük ilgi çekiyor. Heute erregt der Eiffelturm große Aufmerksamkeit als eines der schönsten Gebäude der Welt. Heute erregt der Eiffelturm große Aufmerksamkeit als eines der schönsten Gebäude der Welt. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.